Hallo ihr Nachbarn, willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Wir sind auf dem Luftschiff der Luftschiffe und müssen eine Ebene nach oben. Und dazu müssen wir an die Skyliner hin. Aber erst gucken wir mal, was wir noch finden hier. Können wir irgendwas weglooten? Ja, ich weiß. Hab ich doch gerade eben gesagt. Eine Überraschung. Nö. Vielleicht gibt's was zur Beherrschung, aber das habe ich euch schon voll, ne? Ja. Beherrschung habe ich auch schon voll. So. Ui. Es mag sein, dass ich sie besiege, David. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Ist echt weit oben hier. Luftschiffe hier. Ach. Mist. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Ja, Mäuschen, ich weiß, dass du mitkommen willst. Comstock ist ein Deck höher, in der Kabine des Propheten. Das klingt, als würde ich eine rumpupsen. Vollgas! Ach du Scheiße, nein. Nein. Ja. Scheiße, scheiße! Scheiße.
Da muss er. Jetzt davon. Verdammt, ein Handymans. So. Was haben wir hier noch? Salbengeschütz? Nö. Ist doch schön, schön friedlich. Hopp. Hopp. Wieder was? Nö. Hier noch was? Nö. Dann. Ab dafür. Witz. Was hechelst du denn da so, ey? Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Wirklich? Brauchen wir nichts. Wird hier noch was? Sind wir denn kurz vorm Finale? Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Na dann. Tagge. Ja. 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 Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Meine Güte, ist das spannend.
Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Hallo! Sag ihm! Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht! Nichts ist vollbracht! Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein! Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich! Booker, hör auf! Du hast ihn getötet? Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Na toll. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Ja, geil. Oh, Mann. Was ist denn hier los? Paddy kaputt. Oh. Noch nicht so ein Lärmmäuschen. Was? Was? Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden. Was geht denn hier ab, Mann, ey? Geboren wird. Was passiert mit dem, der im Taufwasser zurückbleibt? Ist er einfach weg? Oder existiert er in einer anderen Welt mit all seinen Sünden? Was im Taufwasser? Alter, ich hab da gerade so eine Vermutung. Ich hab
da gerade echt eine Vermutung. Wenn man getauft wird, lebt das andere Ich in einer Parallelwelt weiter oder so. Ja. Käfig. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Paula, Gabia, Cage. Käfig auf Englisch. Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Was kommt jetzt? Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereiten. Hast du das kommen sehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Wir müssen ihn anbringen. Er ist ja betört. Das für mich ein letztes Mal. Los, 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 los! Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Rakete, Booker! Ach du Scheiße. So, deswegen beenden wir den Bart schon mal hier. Und machen im nächsten weiter. Bis dann, macht's gut, Nachbarn. Tschüss.